Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Wird es bald einen neuen SmackDown General Manager geben? Haben Finn Balor, Karl Anderson und Luke Gallows die WWE verlassen? Und für WrestleMania geplant Kurt Angle gegen Triple H? Für Survivor Series gibt es ja Raw gegen SmackDown und wie wir diese Woche erfahren haben, gibt es Kurt Angle gegen Shane McMahon in diesem kleinen Clash jeweils mit deren Shows zusammen. Kurt Angle hat via Twitter bestätigt, dass auf seiner Seite schon mal Braun Strowman steht. Und laut Gerüchten sieht das Raw-Team dann folgendermaßen aus: Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, der noch nicht qualifiziert ist, aber es vielleicht noch wird, Roman Reigns, falls er bis dahin wieder fit sein sollte, und Samoa Joe. Das ist an sich schon mal ein ziemlich krasses Team, was Raw da auffährt. Und die Konstellation der Teams oder die Mitglieder in den Teams bringen einen dann doch dazu, dass das ein doch guter Pay-Per-View werden kann, auch wenn es halt so gut wie keine Titelmatches gibt. Wie man jetzt bei Raw angekündigt hat, wird es im Januar eine große Raw-Episode geben, um die 25 Jahre Raw zu feiern. Mit dafür angekündigt wurden jetzt schon Shawn Michaels, Kevin Nash und der Undertaker. Viele Spekulationen gab es ja immer um den Taker rum, ob er irgendwann wieder zurückkehrt. Und jetzt steht also fest, bei dieser Episode wird er dabei sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass er wirklich wieder wrestlen wird. Das heißt auch noch lange nicht, dass er irgendwie wieder fest mit dabei ist oder dann ein Match bei Royal Rumble bekommt oder ein Match bei WrestleMania bekommt. Das hat alles damit nichts zu tun. Es ist halt einfach ein sehr guter Zeitpunkt, um einige Legenden dazu zu holen. Außerdem wurden dafür jetzt auch noch weitere Legenden bestätigt, und zwar Ric Flair, Mick Foley und Bret Hart. Dazu kam noch eine Pressemitteilung der WWE, die auch besagt, dass auch SmackDown Superstars bei dieser Raw-Episode dabei sein werden. Also das wird ein ziemlich fettes Ding und ja, wird geil. Im Moment gibt es wieder heiße Gerüchte, was 205 Live angeht, und zwar in Bezug auf den Ausbau des 205 Live Rosters. Denn nachdem Neville und Austin Aries weg sind, sind eigentlich eher so die Zugpferde, die man ja extra da hingepackt hat, halt abgesprungen, und so braucht man jetzt einfach wieder ein paar mehr Namen, die die Zuschauer auf 205 Live ziehen. Und hierzu gibt es schon einige Gerüchte, was zum Beispiel NXTs Hideo Itami angeht. Der war nämlich schon einige Male im Gespräch, ob man ihn von NXT in die Main Shows und damit dann zu 205 Live in die Cruiserweight Division schickt. Was eigentlich auch wieder zwar ein großer Name ist, aber halt auch wieder fraglich, ob das wirklich so viel Sinn macht, einen Hideo Itami zu den Cruiserweights zu schicken. Ebenfalls hat man gerade großes Interesse an Rockstar Spud von Impact, denn dieser wurde nämlich von Impact jetzt erst entlassen und könnte dann seinen Weg in die WWE finden und damit dann auch in die Cruiserweight Division. Obwohl ich da dann auch wieder sagen muss, ob Rockstar Spud in den Indies so ein großer Name ist, damit er wieder Indie-Fans in die WWE zieht, um 205 Live zu gucken, denke ich mal eher nicht. Dann gab es in den letzten Tagen auch online noch ein paar Gerüchte zu Luke Gallows und Karl Anderson, und zwar, dass diese auch die WWE verlassen haben oder von der WWE gekündigt wurden. Das stimmt aber alles überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, wie diese Gerüchte überhaupt entstanden sind, denn die beiden waren ja diese Woche bei Raw und sind ja auch mit auf der Europa-Tour. Also, ja, falls ihr dieses Gerücht irgendwo gelesen habt, alles gut, kein Problem. Passend dazu hat Finn Balor auch irgendwelche Gerüchte angetrieben, indem er ein Bild gepostet hat auf Twitter, wo man einen Grabstein sah mit der Aufschrift Bye. Also, da war ich auch kurz verwirrt, aber auch hier, das hat irgendwie nichts zu tun, das war nur Trollen, wie es aussieht. Finn Balor ist natürlich noch in der WWE und bleibt da auch. Also, ja, keine Ahnung, was das sollte. Da ja Roman Reigns gerade wegen Krankheit pausieren muss und ja jetzt gerade die Europa-Tour stattfindet, wo er ja fest mit eingeplant war, hat man ihn durch ein paar andere Leute ersetzt. So sind zum Beispiel Kurt Angle mit am Start, der wird zwar nicht wrestlen, aber ist halt dabei. Und außerdem auch Triple H. Dieser ist sogar als Wrestler eingesetzt und hat sich jetzt bei einer der House-Shows mit The Shield zusammengetan. Auch wieder mit Weste,
ziemlich krasse Sache. Und bei den ganzen News über Triple H und The Shield hat man vergessen, dass bei diesem Match sogar auf der anderen Seite Bray Wyatt stand. Das heißt, auch hier ist also klar, Bray Wyatt ist wieder fit, kann also wieder eingesetzt werden und wird es ja auch während Hausshows. Ist zwar diese Woche nicht bei Raw gewesen, obwohl Bo Dallas es war, aber er ist auf jeden Fall auch wieder gesund. Wir hatten ja die letzte Zeit ja auch schon einige Male über Kane und seinen Aufbau gesprochen. Und ja, es sieht momentan so aus, dass man ein Monster-gegen-Monster-Match plant. Wahrscheinlich im Dezember diesen Jahres noch. Kane gegen Braun Strowman. Und da muss Kane natürlich dementsprechend aufgebaut werden. Hat ja jetzt schon einen großen Sieg gegen Finn Balor und Seth Rollins. Und man geht auch davon aus, dass er noch einen Sieg gegen Dean Ambrose bekommt, um jetzt sein Comeback so gut wie möglich zu gestalten, damit er denn auch als guter Gegner für Braun Strowman agieren kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass er dann eh dafür eingesetzt ist, um Braun Strowman noch weiter overzubringen. Aber wo willst du mit Strowman noch hin? Eigentlich ist es schade, dass er gegen Lesnar verloren hat. Naja. Dann gibt es noch einige kleinere Infos, warum Emma denn jetzt entlassen wurde. Und zwar hatte sie wohl schon häufiger Probleme mit einigen WWE-Writern. Und gerade auch hier in Bezug auf diese Emma-Lina-Geschichte, die sie wahrscheinlich auch nicht so gefeiert hat. Außerdem hat sie sich auf Twitter auch häufiger mal über ihren WWE-Status nicht gerade positiv geäußert. Und das findet man ja sowieso immer nicht so gut. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass man die Entscheidung getroffen hat, Darren Young, Summer Rae und Emma zu entlassen, nachdem man wieder ein Budget-Meeting mit Vince McMahon hatte und die halt einfach aufgrund von Kürzungen denn ja irgendwie davongekommen sind. Der eigentliche Plan für Survivor Series war es nicht, mit den Cruiserweights ein Match zwischen Kalisto und Enzo Amore anzusetzen, sondern man wollte hier auch ein traditionelles Survivor Series Tag Team Match mit 5 gegen 5 Leuten im Cruiserweight-Stil haben. Da würde es sogar so sein, dass Sin Cara aus SmackDown dem Face-Team sozusagen joint. Aber das Ganze hat man verworfen und man bleibt jetzt doch bei diesem Titelmatch. Vielleicht, weil es dann das einzige Titelmatch an dem Abend ist und damit gar nicht so verkehrt. Oder andere Gründe, vielleicht wollte man nicht noch mehr traditionelle Survivor Series Tag Team Matches machen. Naja. Dann noch was, was für sehr viele Fragezeichen sorgt. Denn es geht ja jetzt die neue Staffel von Total Divas los. Und Nikki Bella versucht in dieser neuen Season SmackDown General Manager zu werden. Jetzt heißt das natürlich noch nicht, dass sie es auf Dauer auch schaffen wird, aber warum braucht man denn einen neuen SmackDown General Manager? Wir wissen ja, Daniel Bryan ist momentan nicht ganz zufrieden, weil er eigentlich wrestlen will, aber die WWE ihn einfach nicht lässt. Und führt das jetzt in der nächsten Zeit dazu, dass Daniel Bryan vielleicht nicht mehr SmackDown General Manager wird? Werden Daniel Bryan und Shane McMahon sich jetzt demnächst so streiten, dass Shane sich einen neuen GM sucht? In Form von Nikki Bella? Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber die Storyline besteht und damit ist ja irgendwie die Idee im Raum. Wie gesagt, ob sie es schafft oder nicht, ist natürlich nicht klar, aber die Story existiert. Mal schauen, wie das weitergeht. Dann gibt es noch eine News, die eigentlich eher so ein bisschen interessant ist, net to know, wenn ihr es so nennen wollt, keine Ahnung. Matt Morgan, der war mal bei der WWE, war eine große Nummer bei Impact, der hat jetzt bekannt gegeben, dass er eigentlich vorgesehen war für eine große Rolle in der Serie The Walking Dead. Und zwar sollte er eigentlich Abraham spielen, wurde gecastet, hatte auch eigentlich schon fast die Zusage dafür und als er dann ein bisschen Urlaub machen wollte und sich das Drehbuch vorgenommen hat und das halt versucht auswendig zu lernen, da wurde er irgendwie mehrere Male kontaktiert, das hat er aber nicht angenommen, weil er nun mal seine Ruhe haben wollte und dann hat man sich einfach für jemand anderen entschieden, also für den, der es dann geworden ist. Also ja, wie viel an dieser ganzen Sache so weit dran ist, weiß man natürlich nicht, das ist jetzt einfach nur die Aussage von Matt Morgan, aber trotzdem ziemlich interessant, wie krass das eigentlich gewesen wäre, ihn bei The Walking Dead zu sehen. Und dann kommen wir noch zu einer News, die WrestleMania betrifft. Und zwar gibt es ja momentan die Storyline, dass Stephanie McMahon nicht ganz so zufrieden mit ihrem Raw GM Kurt Angle ist. Und diese Geschichte könnte man dafür nutzen, dass Kurt Angle seinen Status als Raw GM verliert und darüber hinaus dann auch wieder als Wrestler eingesetzt wird. Dann würde natürlich die Fehde gegen Stephanie McMahon so aufgebaut werden können, dass man ihn für WrestleMania gegen Triple H stellt.
Triple H ist ja momentan auch wieder im Ring aktiv, also würde das da schon mal Sinn machen. Und Kurt Angle darf ja jetzt auch wieder offiziell für die WWE wresteln. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen ziemlich guten Aufbau für WrestleMania mit einem Match zwischen Kurt Angle und Triple H. Also ich würde es auf jeden Fall ziemlich feiern, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Auseinandersetzung finden würdet. Schreibt es mir unten mal rein und checkt gerne mal alle Links in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne mich noch auf Twitch abonnieren oder auf Supportingly unterstützen, falls ihr meine Videos eher sehen wollt und Raw und SmackDown Reviews dazu sehen möchtet. Ansonsten natürlich noch Daumen nach oben, Glocke aktivieren und diesen Kanal hier kostenlos auf YouTube abonnieren. Das war's. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.